Guten Mittag, Blaise Kanner. Mein Name ist Michel. Ich werde in den nächsten 30 Minuten gemeinsam mit euch einen leckeren Zopf kochen aus Gemäßresten. Das heißt, es gibt kein Bötz gemäht. Neben mir steht Laura. Er hat noch nie einen Zopf gekocht, aber wird heute mir was schneller gucken, für zu helfen und zu lehren. Guten Mittag, Blaise Kanner. Also lege ich schon mal ein Blatt an die Bleistiftbrett und sehe ein Tablet oder PC, setze ich an die Küche und seid gespannt. Weil heute wird geschmacht, gekocht und gut geht's. Gut, ihr mal aufhängen mit Kochen, machen wir uns mal einen Überblick über das, was wir eigentlich für Material brauchen. Test, Laurent, wenn du willst, ich gebe dir ein bisschen mal Gedanken, was wir brauchen. Du siehst das zusammen und dann weißt du, also kann er, was du alles brauchen. Also, für den Kochen bräuchten wir mal einen Döppen. Für haben wir alles zu kochen und umzubauen. Perfekt, Döppen haben wir. Wir bräuchten ein Kneippchen. Ein Kneippchen. Alternativ, wenn man nicht mal Kneippchen will, schneiden wir jetzt chillen, ein Schäler, also ein Sparschäler. Dann brauchen wir viel Messer zu nutzen, um sie drauf zu schneiden. Das ist ein Schneidbrötchen. Ein Kochblock, wo man nur Töpfen drauf setzt, so viel hat, um zu kochen. Das ist viel zu erhitzen. Die hast du. Ein Liter Wasser. Den haben wir da. Dann ein bisschen große Schüssel oder ein Kompost, von dem du hin willst, wo man nur Reste vom Schneiden eigentlich dran machen. Das ist der Kompost. Und Urlisch für unser Brot. Das wäre eigentlich so weit alles, was wir für zu kochen brauchen. Ja, Leif Kanner, am besten kann man mit Erwachsenen zusammen, also macht das nicht allein. Oder Michel? Ja, also wir geben Urlaub einfach in der Küche wirklich nicht allein zu schaffen. Der Tisch will ich ihn dabei, den ist vielleicht hilft. Und dabei unterstützt er doch nicht in der Küche geschieht. Genau. Wir fangen mal endlich an, oder weil ich kriege den gehen Hunger. Ja, also, wir fangen an. Aber etwas will ich auch noch so, das tut mir dem viel zu dienen. An der Küche ist wichtig, löst, also nicht löst zu schaffen, mehr löst zu machen, nicht zu hetzen, sich konzentrieren, konzentriert zu schaffen, für einfach zu verhindern, dass er unnötig sich fehlt beim Kochen. Okay, okay, das war ich mir noch nicht so bewusst. Du musst wissen, ich komme mit meinem Papa, und bei uns ein gutes Essen geht. Ja. Da können wir uns nicht zurückhalten. Ja. Ja, mir Michel. Was brauchen wir eigentlich für Lebensmittel, für einen guten Zopf zu kochen? Das ist ein gutes Frage. Also ich gebe vorstellen, ich gehe einen Blick haben an den Frigo und an ein Spönchen, für einfach zu gucken, was ich da so fand. Und okay. Dann gebe ich da immer Bescheid. Also manchmal einen Blick an den Frigo. Ich fand am Frigo mal Mutten. Gut knackig Mutten. Die sind auch immens gern. Ich habe noch vorne noch mal Poretten, zwei Stecker. Das weißt knackig gemäß. Das bei der Grand Prix so gut aus, ne? Zum Beispiel Grand Prix Kichelscher. Ja, wenn wir schon bei der Grand Prix sind, der uns daheim auch an der Spönchelein am Regal innen. Ja, super, ein gut Grand Prix. War das hier am Land schon im Menü wert, Oni? So, und da fand ich noch mal zwei Stangen Zellerie an den halben Schuffle. Ja, da das mal auch schon die Engel oder die anderen Kaja begehen. Und dann zu guter Letzt noch zwei Sachen. In den Knöbeln komme ich noch rein. Oh mein Herr, ja, das ist etwas Feines. Ich meine, das ist auch mit einem strengen Geruch immer verbunden. Ne? Mit dem Risiko, das gehen wir heute auch gerne an. So, da kommt schon mal Gemäß noch vier. Da können wir selber nur gucken, was Scheife so am Frigo alles verrascht hat, wo Gemäß fand. So, als Mutten, als Grumperlin, ich meine, Brett. Das sind wir am ganzen Fünne, Fünstelmleif fand. Als eine halbe Schuffle. Sellerie. Was ist das dort denn dann? Das dort kannst du doch nicht mehr essen. Das dort kannst, guck mal, wie das ausgesehen. Ich meine, das dort, das gehe ich mal besser waschen und dann gehen wir an der Boutique Neues kaufen, oder? Geht nicht noch, für was ist das dort waschgehe? Mal guck dir das dort doch mal an. Ich meine, die Mutten hier, die sind schon schwarz und die kannst du beien. Und die Poretten, die sind latschig und aal. Und guck mal, die Grumpe, du weißt ja schon geringes raus, Michel. Ja, also ich gehe rasch, die sieht effektiv vielleicht nicht so aus, wie du das vorstellst, wenn du so neu kaufst. Aber ich gehe so, du wirst schon wundern, was wir alles mit dem dort können machen. Schon mal eine Idee einfach. Hör doch mal irgendetwas in der Richtsmode und da siehst du, was du da eigentlich feststellst. Ist das okay. Schon mal ein Mut, hey. Ja, also, aufgesehen von dem, was du raus siehst, sieht das Grumpe eigentlich so aus, wie das. Und wenn ich da in der Parade rieche, die riecht eigentlich noch mehr intensiv, wie ich das kenne. Aber ich rieche eigentlich nicht schlecht. Genau. Aber können wir dann durch unseren Geruchssinn vertrauen, wenn wir so Entscheidungen treffen? Also, für zu gucken, ob das Gemäß noch gut ist, kannst du mir ein Ding annutzen. Wir haben natürlich gesehen, dass du Sachen beschrieben hast, die du gesehen hast. Und eigentlich hast du noch den Geruchssinn genutzt. Wir können auf die Beide eigentlich vertrauen. Wir können, wenn es gut riecht, eigentlich die Sachen noch nutzen. Genau. Okay.
Ja. Gut. Ich krieg viel schon. Bloß immer noch weitermachen. Vielleicht müssen wir mal waschen gehen. Weil vielleicht ändert das auch schon ein bisschen, wenn man, wenn man die Wäsche gibt, zu gucken, wie das ausgesagt wird. Ich kann ein paar gucken. Mit dem Boden dann auch. Ne? Ich mache mal Maus in den Kopf und schiff. Und dann gehe ich die Sache waschen. Na ja, ich präpariere da schon alles, für das man kann anfangen mit Schälen und Schnippeln. Yes, merci. Ist ja. Du schon eine Schiette schon an den Fanger gewaschen? Nee, und ich noch nicht. Das vielleicht noch machen, wenn ich das machen ich, stimmt. Also. So. Perfekt, das ist Brett. Ja. Tisch, wir können mit Schneiden und Schnippeln anfangen. Gut. Mit Michael? Ja. Was wie viel Mutter brauchen wir da eigentlich? Weil, wenn ich so gucke. Also, wir entwickeln das Rezept ja schon mal diese Raster, die wir hier finden. Wir haben drei Mutter gefunden, was wir die hier angucken. Am Verhältnis zu den anderen Sachen, gibt so man die drei Heile mal nutzen. Mhm. Mir beim Kochen ist das eigentlich gar nicht so relevant, immer zu, genau aufzuschätzen, was das ist. Bei uns geht es um halt wirklich darum, die Reste zu nutzen. Und so wenig wie möglich wasch zu gehen und das, was wir haben, eben zu nutzen. Okay. Genau. Das heißt, wir können für das Rezept dann drei Minuten abschreiben. Perfekt, genau. Super. Immer wenn du mit Schnippeln fängst, dann haben wir etwas zu suchen, was du die Sicherheit geht, wo wir schon ein bisschen drauf hingewiesen haben. Das heißt, ich würde gerne zwei Schneidtechniken erklären, die mir wichtig wären, dass wir die Kinder dann ganz kurz angucken, für zu hören, dass wir so in der Küche wehdienen. Die erste Schneidtechnik ist grundsätzlich eigentlich, also sie heißt den Tunnelgriff, die wir formen mit diesem Fanger Genre Tunnel. Also ich meine, mit der Verschritt, sondern mit der linken Hand formen wir einen Tunnel. Wir packen das Gemäß eigentlich fest unten mit dem Tunnel und geben dann Messer zwischen den Tunnel aussetzen, für da rauf zu drücken. Das heißt, wir verhindern einen, dass wir den Fanger schneiden. Ein zweiter Griff, den wir bei verschiedenen Sachen, ich komme dann noch währenddessen darauf zurück, den wir geben, wenn das der Krallgriff, wie du nun schon siehst. Wir formen einen mit der Hand einen Krall, setzen den Krall ungemäß an und Messer setzen wir einen vier und als Fanger spitzen an, für dass wir den gerade nicht schneiden. Und ab da können wir dann eigentlich fast aufdrücken. Genau. Okay, super, das tut. So, dann kannst du fangen mit Schälen und mit Schnippeln. Ja, ich meine, was vielleicht auch noch insgesamt wichtig ist, wenn ich zum Beispiel hier mit meinem Sparschäler arbeite, dass ich immer vom Körper fortschneide, also in diesem Sinn dann auch von der Hand wasch, da komme ich gar nicht an die Situation, dass ich mir irgendwie weh tun. Ja, merci, Laura. Okay, super. Zu welcher Zeit hat jetzt mal Kompost, kannst vielleicht Trashter von Schulen haben, nur an die, also an den Debaktorgan, dann haben wir das dann auf den Kompost. Ganz gerne. Super, merci. So, während die Laura jetzt also die Mutterschild erschneidet, können wir nicht mal ein paar retten. Tisch bei den Porraten, die sind ein bisschen verdröschend, wie ihr gesagt. Haben wir vielleicht minimal kleine Platzen drin. Aber der Vierteil bei der Porrat, ähnlich wie bei der Innenstamm, ist das eigentlich an Kreis aufgebaut. Sie ist relativ einfach, wie das Dolo zu behirven. Dafür hüllen wir ein Stück Porrat, also mit 2x15 cm, gibt es für das Rezept für den Tisch. Die können schon bei einem Rezept hier abschreiben, dass man für das Rezept nur 2x15 cm Porrat-Stecker genutzt. Für aber die dritte Schicht, wie ich erklärt habe, aufzuhören, legen wir die Porrat eigentlich flach über das Brötchen, machen jetzt einen Tunnelgriff und machen dann einen Längsschnitt über die gesamte Porrat. Das ist mein kurzer Schnitt. Und da sehen wir eigentlich schon, wie schön das da so ein Kreis abgebaut ist, dass das vom selben schon abspleckt. Das ist mit Kindern lauter Schicht drauf, um eigentlich für so viel wie möglich zu nutzen, gebe ich 4 Stunden, dass wir just die Irwisch draufholen. Die bin ein bisschen knastig, aber ein bisschen verdroschen. Und die gehen schon noch auf den Kompost. Selbe ich machen mit der zweiten. Hier stehen ja fest, hier wären noch die Wurzeln. Die können doch nicht also ganz fein wegschneiden und nicht ein riesiges Stück. Wir müssen einfach den Aussatz von den Wurzeln wegschneiden. Und noch heißen hier ein Tunnelgriff, ein Längsschnitt über die ganze Porret. Und dann ist den irischen Teil ruf, pitteln die nächste Schicht. Und das sind wir ins Brett. Gut, ich fange den Blumen zu schneiden. Die gebe ich an
Rundschein, ich will die Lore nicht viel nach Druck setzen. Die schneiden wir auch so an Rundeln, ähnlich wie den Lore gerade Mutter schneidet. Und dann fängt ich kurz noch mal an, dann gebe ich dem Lore. Dann nehme ich rüber gehen. Ja, da kann ich gerne noch nehmen. Ich stehe den zweiten, mach's Lore. Ich meine, da habe ich die dritte Schüssel mitbereitet. Super, merci. Lehnst du den an? Ja, merci. Merci. Ja, das nächste, was ich schaue, da gehe ich mir einen Zellerie kümmern. Tu mal los. Mhm. 3 Minuten, 2 mal 50 cm Paretten. Und ich habe am Frigo noch 2 Stücker Zellerie von auch ungefähr 15 cm. Das klingt auch vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist nicht so genau eigentlich. Das ist just so, den ist, wie gesagt, wir haben ein bisschen Platz, wenn ich die Brunnen sehe. Das ist halt minimal abgepasst. Wenn ich aber nur so riechen, riecht nicht schlecht. Ich gebe eigentlich halt bei dem heutigen. Schust vielleicht Duftfänger aufschneiden, die verdrischend sind. Und rasch dann aber so eigentlich halten. Auf Verwertung. So, ich mache mir schon ein Porrad. Was wir dann nur als nächstes tun, weil ich meine Grumpern, wenn ich mir die gucke, das wird auch herauswiesst. Kann ich noch benutzen oder nee, wie, der, wie geht das? Ja, also bei der Grumpergeschichte schon passt. Für neun, bei der Heu kann ich wirklich mir genau angucken, wenn es eine kurze Zeit ist. Guck, das ist wirklich richtig matschig. Die Sprossen eigentlich, also die Tisch Grumper hat gekänkt, der Tisch, dann nennt sie Sprossen, die rausgewissen und eigentlich hat die Knoll oder die Pflanze, also eine neue Pflanze ist der Knoll gewiss. Tisch war in der Teile, die von der Boden sitzen, können eigentlich einen neuen Grumper ziehen. Tisch, da können sie an der Gerde oder eine große Blumenbach sitzen. Die heute paar Konter, die gehe ich wirklich nicht mehr nutzen. Also die ist zu viel gekänkt als Müll, das lauter geringe Platz, wie du gesagt hast, Tisch, die gehe ich wirklich nicht mehr nutzen. Ja. Bei den heutigen, da sind wir im Klang auswüchst, die können wir ganz grob waschneiden. Und noch die Grenkplätze von der Grumpa wirklich waschneiden, die soll man nicht matt essen. Okay. Ja, ich mache mal die Zellerie, okay? Wenn du willst, kannst du dann dünn und Grumpa machen. Ja, das mache ich. Das heißt, im Zweifelsfall dann immer besser Grumpa sie lassen. Am Zweifelsfall zu benutzen. Ne? Bei der Grumpa gehe ich am Zweifelsfall sonst wirklich Müllers. Kringplatzen, also richtig lang auswüchst wie die heute, die gebe ich wirklich im Zweifelsfall zum Waschen. Natürlich, Tisch kann die heute noch mit Kompost, die gebe ich für das Rezept wirklich nicht nutzen. Ich hatte vergessen, die Kralle griff zu machen. Schnell erklärt und dann mache ich es selber nicht. Hat schon mal geschnitten. So, da können wir nicht mehr schlagen. Ja, musst du Grumpa? Ja, okay, super, merci. Tisch, wie gesagt, wirklich die Grenze. Platzen und die Auswüchse, also die Sprosse, wirklich kannst du grob waschen. Passen halt gut ab. Merci. Dann schau mal die Zellerie dran. Schön großflaschig, ne? Dann, ja, großflaschig waschen. So, die Zellerie ist fertig, das waren 2 Stangen, 15 cm. Die lässt sich mal ab. Gut, wenn es gut kommt, weil du musst die Wäsche, ich meine, ich muss einfach den halben Schuffler hier kümmern. Wie gesagt, das sieht wirklich gut aus. Da gebe ich noch nicht ganz viel Waschneiden. Die haben wir vielleicht minimal braun Platz. Die gebe ich vielleicht noch ein bisschen Waschneiden. Ich fange mal nochmal an, was beim Schuffel interessant ist, was die wenigstens wissen. Eigentlich können wir die Grenkblätter, oder nicht eigentlich, wir benutzen so, können wir die Grenkblätter vom Schuffel matt nutzen. Die werden wir auch an der Zopf matt verkochen. Die schneide ich mal nochmal hier los. Dann stehe ich einzeln hin. Und die holen wir da matt. Das Einzige, was ich beim Schuffel habe, die freigelöst. Seit 90 die so. Also Verstrebungen nicht Verzahnung. Die können sie alle einzeln ausschneiden. Ich lege die Schaufel so um den Plug und dann zerkleinern stehen. In der Form, dass ich eigentlich den halben Kopf Schaufel eigentlich so hinhole. Aber auch das Hartstück eigentlich aus dem Schaufel, wie der Tanne mit, das will man für Zauber auch mal. Ja, genau. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, ja. Schuss den Ufern können ich waschen noch kurz. So. Gut, dann mein Stimul. Klang. Wie sind Grumpa? Ist das viel drüber, was du musst waschneiden oder ist aber noch okay? Und bei verschiedenen schon, bei anderen ist es weniger. Okay. Tisch, du musst nicht viel von den Feier Grumpa, die du nutzen kannst, aber. Okay. Das muss ich nutzen. Tisch, ja, eigentlich, ich habe Feier gesagt, guck mal, Feier Grumpa geholt. Wir holen Feier Grumper. Ja. Okay. Leif Kanner, da schreibe ich ab. Wir brauchen Feier Grumperin.
So, Bläder machen schon noch ein bisschen klein. Haben wir mal einen Großschüssel für die Schuffle? Oder? Ja, die haben wir heute. Merci, soll ich das noch mal klein schneiden? Oder? Sonst du Zeit hast, du bist mit dem Grundbaumgang. Soll ich das klein machen? Ja, dann okay. Mach ich das klein. Perfekt. Ich muss aber heute gut aufpassen, damit ich keinen geringen Platz mache oder keinen Brong. Ja, der Teil wird schon. So. Okay. Gut. Schuffle ist auch geschnitten. So ein größeres Stück Holz kannst du mir da auch rüberlegen. Ich gehe dir mal rüber, da kannst du gucken, Hanno, ob es für dich rein genug ist. Okay. Und da darfst du gerne noch schneiden. Perfekt. Und kommen wir zu den zwei letzten Sachen eigentlich. Wir befürchten, dass wir denen aufhängen, die zu schneiden. Das wäre nämlich alles innen an unsere Knöwelig. Machen wir aber plaglich nun, dass die Sachen unzuboden eigentlich in Öl schon wärm aus ihrem aufhängen mit Boden. Allerdings passen wir hier, ob das Plag nicht zu wärm geht, weil den Öl, den ich dran machen werde, den darf nicht zu viel wärm gehen, für das nicht verbrannt. Das heißt, muss ein Plag. Manchmal heuer und im heutigen Fall ob zwei, da muss ich ein bisschen rausfinden, wie wärm ihn so kann machen. Ich stelle mir, man hat ungefähr, aber wenn er das genau machen will, der kann einfach zwei bis drei Erstlöffel Ölisch füllen, an den dann an die Göppel gehen und Plug eben ummachen. Wenn es ein bisschen niedrig einlaufen, damit es zu wärm geht. Okay, dann kommen wir schon zu den zwei letzten Sachen. Vielleicht können wir mal gucken, toll. Oh mein. Das sind innen zwei innen, ich denke, ja. Ich habe die heute noch nicht zum Ängsten. Also, jetzt komme ich gucken, das ist richtig zufällig. Ich habe das gesehen noch nicht. Nee. Das ist doch jemand zum Müll, ne? Ja. Nee, ich denke, das tut das schon ein Licht schimmeln, sag ich nicht. Da gebe ich aber wirklich nicht benutzen. Nee. Okay. Nee, die werde ich nicht an meiner Zopf tun. Mir auch heute, sag ich, bei der Gruppe, das ist mir noch heute, selbst wo das was draus wies, das ist heute auch an der Garten sitzen, das heute gewöhnt die neue. Steht auch von der neuen Innen. Ja. Also da auswüchst du aus dem Boden kommt. Ich kenne den auch vom Knöwelig, oder? Ja, also beim Knöwelig ist der dann schon, ja. Bei dem heute lohnt nicht mängisch oder gesagt du vielleicht den Ausfuhr ob's raus. Also lohnt nicht direkt. Mir schön, da war schon mal gesehen. Genau. Ja. Weil den auch noch ein beide Fall. Also die können wir nicht mehr holen, weil dann schon zum Müll aus. Und zu schon nicht faul. Mir sowohl beim Knöwelig, wie auch bei der Innen und auch bei der Grumpe, die Sache wirklich waschneiden. Und am Fall, was sie ganz Müll am Matsch ist, ich bin einfach nicht mehr holen. Wir haben noch keinen Ausfuchs, also keine Sprossen, die rausfüßen. Gut, ich fange natürlich mal knüppelig an. Der ist ein bisschen mehr klein, dann darfst du den schneiden. Okay, also, beim knüppelig, wie du viel am Anfang hast, hast du einen strengen und intensiven Geruch, aber du gibst aber ob da abenteuer auch los. Ich gebe dafür auch 4 Stunden, dass man da just 3 holen. Für das lohnt nicht zu viel. Mit dem Guss und schon mal von dem Knöblex machen. Okay, da schreiben wir also bei das Rezept ab 3 Zähne Knöblex. Genau. Beim Knöblex, den heute gesagt, na gut aus, und heute nicht, wie man festgestellt hat, was raus ist, die sind noch nicht gekränkt. Hier gebe ich eigentlich, muss man sagen, weiß Schöl, die relativ drüsche wirkt, die gebe ich mal auf jeden Fall was schön. Die ist auch in die Senke, ein bisschen wie den Krallegriff aussetzen und dann einfach mal 4 den Aussatz wegschneiden. Anhand, wo eigentlich die Sprosskiefer rauskommt. Und da können wir das Knöbel anschwellen und dann anfangen, die weiße Schwell bis hoch zu pillen. Für dass wir die ganz hochkriegen. Dann haben wir den Knöbel gar nicht freigelöst. Also bannende Kerl, der nicht mehr so durch ist. So, und dann, da geht mir nochmal aus. Mich persönlich, und das, wie gesagt, von halb Kiefer raus, wo ist ein Keimling, also Sprossen dran, ich gehe da raus. Und das sehen wir auch. Wir lassen zum Beispiel drei abschneiden. Ja. Und wir dehlen dann 2. Ja. Das ist die. Und das geht nur in die dritte Richtung, hier ist der Plan rausfußen. Okay. Und ich persönlich fand, dass das kein guter Gumm ist, dass ich dafür gewischt habe, rauspillen. Okay. Das ist auch hier, ich sage, Flair ablehnen und Messer vielleicht so an die ranhüllen. Und dann kriegen wir das dann schon ganz einfach relativ leicht rausgepillt. Super. Genau. Ich meine, diese so weit pratt, da kannst du sie vielleicht schneiden, wenn du willst, so ein kleines Steckelchen. Ja, kann ich gerne machen. Ich bin gleich mit der Grumpe fertig. So, das mache ich mit den 2 anderen auch noch. So, selbe Programm. Krallegriff, wie gesagt. 4 Wasch geschnitten. Und 1 Wasch geschnitten.
Und da pappiert eine Schneesenker. Die Schule hoch. Wenn ich den nicht gut loskriege, kann ich ähnlich wie bei der Porat vielleicht machen, aber wie bei der kleinen Längsschnitt mit dem Tunnelgriff. Und da komme ich besser drunter eigentlich. Genau. Okay. Da kriege ich quasi einen engen Zurruf. Super. So, und hier sind wir den Kerl rausgeholt. Das salbe ich mal mit Scheu. Guck, ich da so in Stadt, wo da gefüßen. Okay, da das das Gering da war. Das wird Look, ja genau, wenn das gefordert wird, wird das Gering rausfüßen. Hier sind wir. Ja, jetzt gucken, ob mein Öl ist nicht zu wärm geht. Ich denke, ein bisschen am Blick behalten. Ich meine, geht aber noch. Das gehst du mir jetzt eben einfach rüber. Ja, ich gehe dir so rüber, dann mal eine Stunde in der Zeit. Ja, du bist auch fertig mit dem. Okay. Und Schlift? Merci. Merci auch. Drei Kürze und Kompost gemacht. Okay, cool, toll, dein Deck. Du hast aber noch, wie gesagt, wirklich gut aus. Ja, par rapport zu der heute, lo. Ja. Ist der wirklich noch frisch. Und noch nicht so, guckst du das mit Müll? Ich fast. Ja. Okay. Bei der Ende sind wir eigentlich, lo, dass es. Auch hier, wie ähnlich wie beim Knöveleck, rum sein Dröschen, Schuhe rundherum aus, in einer anderen Farbe, die heute war irgendwie weiß, muffelt sich, die heute ist wirklich so braun, orange, die können wir ähnlich rufhüllen wie beim Knöveleck. Auch hier, weil die hier so dick, die muss ich wirklich festhalten, wenn ich schneiden. Auch nicht denke, den Anfang und dann was schneiden. Machen wir da mal noch erklären, ich für uns. Ich denke, den Anfang gefunden, dann denke, hier was schneiden. Mhm. Da kann ich doch viel besser flach ablehnen, ohne dass zu den Wacken, ja, da kippt. Auch heute denke ich, für die Schuhe halt so ruf, leicht ruf zu kriegen, gebe ich einfach einen Schnitt so setzen und dann drüben so Lastpedal über den Knöbel. Ich drehe so, denke ich, ich Schnitt über dünn und dann eben kannst du halt mit dem Finger drin pedeln. Ja. Da kriegst du mal die erste Schicht drauf. Und dann gucken wir, wie weit man da muss gehen. Wir wollen ja so viel wie möglich matteln, nicht zu viel was schneiden. Mhm. Hier muss ich aber wahrscheinlich noch reinholen, das ist Lehmer und Necker da hinten. Dann denke ich, nicht so. Und da kann ich rauffüllen. Ja. Okay. Wie geht's beim Knöbelig weiter? Ja, das ist ein bisschen wie fummelig, ne? Ja, du musst noch, wenn du willst, musst du nicht so fahren schon. Das ist eigentlich. Also das ist nicht so wichtig bei der Zucker. Okay. Das kocht ja richtig an und das geht wirklich Müll. Die muss nicht unbedingt so fein schneiden. Ich werde den heute auch nicht so fein schneiden. Mhm. Wenn du Kind gucken hast, bei der Önhöhe den Hai nicht bei allen so groß wie ausgeprägt. Bei der Hai haben wir in den Steck verdammt fest. Auch wenn du da dreckst, ja, das ist wirklich fast. Das kann ich noch waschen. Also dann gebe ich so einen kleinen Keil drauf schneiden, wo ich das waschen einfach. Ich denke, ich muss aufpassen, weil es wackelt relativ, dass ich mich nicht schneide. Denke so, denke so. Und dann hat ich Kind statt rausholen. Okay. Und so hei. So. Okay. Und da kann ich mit anfangen, den zu schneiden. Mhm. Tunnelgriff durchgreifen und dann einfach mal an. Langdenker holen. Aufpassen, weil das relativ rutschig. Ja. So, nun ist sie mal so abgeschnitten. Und dann gibst du den Anker aber holen. Ja. Dann eben den Anker so zugreifen und dann in der dritte Richtung. Dann noch mal ein bisschen mit kleinen Stecker. Aha. So, muss ich nicht zu fein machen, dass. Brauchen wir bei der Zoppel und nicht. Das können wir an anderen, bei anderen Gerichten, da gebe ich nicht fein schneiden, bei der Zoppel muss das nicht unbedingt sein. Okay. So, so steht die heute noch hin? Ja. Wir kommen nämlich gleich in den Dummbrüder, mein Urlaub ist dem Schreiber richtig schwer. So fängst du mit Kreischen. Ja, ich weiß nicht, ein bisschen, aber nicht viel. Also, ich meine, ich aber die mehr Schiffel habe ich rein, ne? Pardon, ja, nehmen wir bei der Un. Wenn es euch was da schneidet,
dann durchschneiden und abschneiden, genau so Inhaltsstoffe freigesetzt, die reizen dann eine Menge an. Okay. Das ist, also die Stoffe, die gehen eine Menge an, also die reizen, die schon dadurch aufhängen, schließt du mit den Armen, mit Tränen. Natürlich auch bei anderen Gemäßzocken, so, die ähnlich Inhaltsstoffe haben, die beim Schneiden freigesetzt werden. Das ist das, ja. Okay. Bei der, ja. So, ich will fertig machen. Also, schnell und nicht ganz fein, ich nehme mir das doch nicht schlimm. Tisch, du gehst dann töppeln, oder? Du gehst dann töppeln, ja. Tisch, super. Tisch, eigentlich schon Null schon abgesagt. Die müssen noch warm sind. Können wir mal gucken, vielleicht. Ja, für was brauchen wir den Ölisch dann? Ja, also den Ölisch ist eine Stadt, den wir mal töppeln, für als Innenschärfe zu boden. Und dann beruht man als Echtschärfe und eigentlich du willst, weil durch das Erhitzen und durch das Schärfboden am Ölisch gehen ganz andere Aromastoffe, ganz andere Geschmäcker, ganz andere Gerüche freigesetzt. Das geschieht eigentlich durch Broden. Und dann nennen die dann zu rechten Aromen, die ganz interessant sind in der Zopf eigentlich. Und deswegen kann Schärf aufbrüden für dicht von den Innen. Und dann machen wir den Knöflig dran. Wenn wir den Knöflig für dicht gibt, aufbrüden, also aufbrennen, Boden, dann gibt es verbrennen. Okay. Ich dürfe machen wir den bis später. Fängt man dafür eigentlich mal mit den Innen an. Okay, ich teste mal den Stecker mit Wärme, das hören wir umzischen. Ja, ich gehe aber noch ein bisschen wärmen. Und da gebe ich alles dran. Nee, von den Röster oben, das hatte ich schon ein paar Heeren. Mir lohnt mich da doch mal ein bisschen mehr Sinn dann. Ja, also genau, das ist ein Stadt, was relativ interessant ist, wenn der sich schärf umbaut, dass die rauskommen, die Aromen. Und das ist eben bei allen gemäß eigentlich auch nicht. An der Reform, du hast ja gesehen, dass ich ein bisschen angefangen habe mit Darmtränen, Mundgeruch und so, das ist relativ starker Geruch. Wie den anderen da, wenn wir umbauen. Und dafür auch den Ölisch, für das wir den eben so schärf können umbauen. Okay. So, dann sind wir dann aus dran. Du musst den Blick drauf haben, dass man nicht umbreitet. Ja. Hier schön mal den Holz Löffel oder das am Dippen zu rühren. Genau, als nächstes, wir müssen halt wirklich ein bisschen umbreiten. Also 2-3 Minuten. Und das sehen wir auch, wenn wir einen Dippen haben, gucken. Wenn so nicht genug Öl ist, zum Beispiel, wenn du willst, kannst du nicht gucken. Wenn es nicht genug Öl ist, dann gibt es da drin so schwarz-braune Flecken, die weil die bin umbreitet. Ja. Das ist Schluss und Blumen, umbreiten, das fährt schon im Bereich. Und wir riechen dadurch für die Aromen. Ja. Das heißt, wir machen das lecker kurz und dann gebe ich mir ein Stück Knöbelig dran, wenn du willst. Mal, ich gehe noch lieber. Ein paar U-Broden. Merci. Wahnsinn. So. Das ist jetzt 3 Zeilen Knöbelig dran. Und dann, was machen wir dann am Gemäß? Muss das auch ein paar warm oder? Ja, gebe ich auch ein paar U-Broden. Wenn das Heule wirklich ein paar kurz scharf U-Broden ist, da führen sie auch an der Temperatur bis hoch und dann gebe ich die anderen gemäßen auch ein paar mit dem Ganzen ein paar U-Broden. Okay. Ja. Sonst können wir das Heule seitlich schon nicht so verkehrt, das ist ein bisschen gut. Du siehst mir dann, wann ich da gehen, ne? Mit das wird zufangen, du kannst mir schon das echt gehen. Ich ging so mit dem Vorrat dann, oder? Das fällt mir noch mehr. Das ist aber, ja. Du gehst dünn und intensiv. Ja, kannst du vorher gehen. War nicht schlecht. Merci. Tisch, da hat man 2 Stecker von 15 cm Porretten. Da ist schon einmal dran. Und dann immer gut Träger aufpassen, wenn man die Folge, dass man wirklich nicht umbrennt. Merci, Laurent. Dann gebe ich doch direkt Sellerie gehen, oder? Ja, Sellerie, also 2 Stangen Sellerie. Moulton. Moulton. Merci, Laurent. Yes. Jetzt, Frägenecke dran? Ja. Okay. Das ist gerade für Kompa. Yes. Ah, Kompa. Merci. Okay. So. Guck mal, noch etwas. Mal die Schufle. Okay. Ah, die Schufle, ja. Okay. Merci. War ein Schiff. Oder getippt, das war gut voll. Merci. Meinst du, sollten wir einfach so mal Brot losen? Meinst du, oder was geschieht da? Ja, ich meine, das ist noch ein bisschen, der Teig ist nicht flüssig, das ist eigentlich flüssig. Die Stiffe hat manchmal am Anfang gesagt, dass wir einen Liter Wasser auf die Seite stellen. Die brauchen wir noch, nicht den ganzen Liter. Wir fangen mit einem halben Liter an. Ich schütte noch einen halben Liter Wasser dran. Und man aber nicht ganz dran. Ich schaue mal auf der Seite. Weil da gehen eigentlich Geschmäcker, also nicht. Die haben uns so Flavor, ein bisschen für den halben Liter. Leber mich flüssig, die anderen leber mich fest. Und genau, dafür können wir, wenn wir es mich flüssig wollen, können wir immer noch dünn und rasch schütteln. Ja.
Ich meine, wenn ich mir das tote Lose angucke, das ist schon mein Zauber am liebsten auch mehr cremig und echter püriert wie so am Wasser. Ja, also ich finde es auch mit cremig und püriert. Sie muss aber sowieso noch 20 Minuten kochen, immer um den Tisch zu drehen. Und das kannst du gerne pürieren. Okay. Ma, wir haben schon einen Zopf präpariert, die schon 20 Minuten gekocht ist und die auch schon püriert ist. Ja. So stehen wir heute aufstellen. Ja. Ich gebe dir dann. Als gekaschelt, püriert Zopf gehen. Die stehen wir viel präpariert. Genau. Perfekt. Und du hast die auch schon püriert, ne? Die haben ich auch schon püriert, genau. Da machen wir ab, da werfen wir einen Blick ran. So. Was haben wir alles heute dran gemacht? Mit Ölig, mit neues Gemüse, was wir geschnitten, ja. Ungebrot, püriert. Mehr, wie wir gesagt haben, wir nehmen da Rumen dran. Vom Gemüse eben. Mhm. Und wir wollen hier noch ein bisschen Fleisch anhören. Ja. Wie gesagt, um heute paar Sachen zu tun, wir werden das viel und ob ähnlich, dass das eigentlich der Petersäle, die mir gut gefällt, dass wir Kräuter und Gewürze mit denen wir Zupplo eigentlich noch verfeinern. Okay. Du willst, gibst du vielleicht Ablaus zu euch, der Durchschnitt, wenn ihn so zu euch stellt. Ich meine, es ist ein bisschen niedrig. Und ich rehre nicht, dass wir vielleicht nicht mehr brennen, okay? Und da gehe ich da so, der Petersäle rüber, ich gehe da einfach mal. Das will man so gleich ein bisschen. Ich spanne ganz aus. Merci, Laura. Ich plage es ganz aus. Da trennen ich wirklich. Das kann nicht von der Ön, wie von der Zopf. Scheine, wenn man Dackel mal lieber drüber schauen, sind nicht ganz so plack, oder? Ja, merci. So, so da kommt ja zu Petersilch. Ich gehe da den. Ich gehe da mal drei so Stecker von Petersilch. Ja. Wenn du willst, kannst du die vielleicht mal ausschneiden. Ich schneide und dann siehst du mal, was du feststellst. Was meinst du damit? Probier mal zu schneiden. Und dann hältst du da, schneidest du mal ein Stück weg. Und dann hältst du da ein Stück an die Hand. Dann reichst du dem ein Fässer an der Hand. Denke, so. Okay. Dann siehst du mal, was du riechst. Wow, Michel. Das riecht schon noch viel mehr intensiv. Viel genau. Wenn ich das so an meinen Händen ein bisschen zerreibe. Und das ist eigentlich wie das bei der Innen. Wenn ich anfange, Sachen zu schneiden oder zu reiben, da setzen sich Stoffe frei. Und die Stoffe sind eigentlich das, was du gerade riechst. Aber mit diesen Stoffen aromatisieren wir eigentlich als Zopf. Der Tisch als Zopf ist eigentlich nicht ähnlich. Das wie eine Zusammensetzung von ganz vielen Geschmäcker, Gerüchen. Und der Petersilch ist eben ein Teil, den wir dazu beitragen. Du kannst eigentlich der Kreativität frei laufen lassen. Okay. Der Tisch, das ist dann am Endeffekt so ein Mix und Aromen. Genau. Die wir selber können zusammensetzen. Genau, das ist das von den Kräuter. Was man halt gemäht und mit dem Gemäß, mit den Kräutern, die du gerade schneidest, und mit all den anderen Sachen, die ihr noch kennt, dran machen, also eine Zusammensetzung, wie sie den Mix von verschiedenen Aromen. Genau. Stehen wir den Deckel, dann muss ich auf Zeit den Hörner schon gerade besser. Ja. Geht das durch, mein Peter, seh ich? Ja, ich gebe so. Da kannst du den mal dran machen. Ja. Perfekt. So, und jetzt den Petersilch. Ich habe gesagt, wir machen einen Aroma-Mix. Ich gehe mit den Klassiker weiter, die ihr in der Küche immer kennt. Das ist einfach wirklich Salz, für den größten Bestandteil und auch eine große Änderung an ein Gericht möchte. Und eben der Pfeffer. Also schon ein bisschen wie Feinsalz und ganz rang gemahlenen Pfeffer. Beim Salz gebe ich schon ein kleines Löffelchen. Und bei dem Mix, den wir heute gemacht haben, gebe ich zwei der Löffelchen, wie ich sie hier habe, also das können Teelöffel sein, gebe ich nur mal zwei, nicht gehäuft, also gehäuft wie das hier, Strubel voll, und ich gebe einfach wirklich ein Flachen, zwei Flachen so Löffeln Salz an euch Zopf machen. Aber beim Pfeffer, wie ich ein bisschen vorsichtig, das gibt es vielleicht gerne scharf, kann ich auch beim Salz, ich weiß nicht 100%, ob das passt, wenn wir geben immer ein Drehieren, ein Aufschmachen, passt das los, und ich genug Salz, und Schnitt genug Salz, und selbst gebe ich auch beim Pfeffer. Ja, da ist es am besten Schmach. Genau, und da ist es für sich drin an. Ein bisschen noch so wie Püree, zu mir zwei Leber, aber ein bisschen wie Faser, cremig. Vielleicht Leute, die so Leber mit Wasser schenken. Da kann ich ein bisschen frei laufen, lösen. Wie gesagt, vorsichtig schwierig. Ich gebe mal einen Löffel dran an den Platz, wie beim Salz zwei. Die ich auch da drüber streuen. Gut, dann machen wir Petersilch dran. Michael, wer das dann noch an den Packelchen dafür? Gucken wir da mal direkt. Also, die Packages sind eigentlich gedröschend gewürzt. Das ist das, was du haben wir zum Beispiel Petersilch. Ah, ja. Ich habe Petersilch frisch genutzt. Und ist so Geruch, wie intensiv das hat getischt. Und hier konservieren wir eigentlich die Gerüche von dem Petersilch in gedröschender Form. Okay. Aber was anders ist, dass man der Zeit verliert, ein bisschen in der Intensität. Das heißt,
Wir konservieren das aber vielleicht nicht ewig. Das heißt, das verliert ein bisschen die Intensität. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch neben Petersilie stehen, haben wir noch frisch dran. Haben wir noch Thymian. Ja. Und Liebstöckel, Magikraut. Ja, ja, genau. Willst du selbst dran? Also Magikraut gebe ich mal dran machen. Okay, ja. Und den Thymian eben auch, oder? Einmal Magikraut steht schon raus, wird es vielleicht gerichtet und du siehst mal ungefähr, wie viel das du da willst. Ja, das riecht intensiv. Ne? Das ist ziemlich intensiv, ja, Magikraut. Ja, das riecht echt Klang aufhängen, oder? Ja, und dann ein Geschmacken und da können wir gucken, ja, wie man... Ja, genau, ich gebe dir nicht die Löffelhülle für ein bisschen wie fein zu dosieren. Mhm. Ich gebe dir entweder die Kneipchen oder ein anderes Messer. Manchmal den Messer spitztüllen, aber wirklich nicht zu viel. Das ist so, wie das okay, ja, merkst du? Ja, ja. Okay, manchmal Magikraut, ein Messer spitzt dran. Und was hast du noch gesagt? Schon den Thymian, oder? Bolzen. Ja. Ich finde den ist auch ganz intensiv. Siehst du mal. Bisschen Männer wie. Bisschen aber auch, ja. Och, ja. Wie viel soll ich denn du mal dran haben, meinst du? Vielleicht zwei Messer spitzen. Und das machen wir nicht. Okay. Ja. Okay. So. Nur den auch dran. Ich meine, lorieren wir mal alles. Ja. Und ich meine, ganz minimal un. Für das man. Ich denke, das ist noch nicht du, gell? Ja. Umen. Merci. Und ob ein, das nicht drum so heftig sei, mit der Zopfer dann geht. Ja, und da wären wir eigentlich so weit. Wenn du willst, Laurent, kannst du vielleicht schon Tellerin sichern? Ja. Und den Rahmen, den wir brauchen für das Ganze, du bist ja gerne so cremig, ja, aber das Ganze vielleicht noch verfeinern mit Rahmen. Okay. Ja, effektiv. Also mit Rahmen. Ich möchte mir Zopf wirklich besser, weil sie mir cremig ist. Für die, die es nicht wissen, für was das vielen Leuten Zopf mit Rahm besser schmeckt. Und der Rahm, da ist Fett dran, und das ist ein Geschmacksträger. Und das intensiviert eigentlich alles dann. Ne? Ja, genau, der Rahm dreht das nur dazu bei. So, sollen wir auch riechen? Ja. Okay. Tisch da wert. Komm du mal einen Teller hin, dann manchmal sind ein Löffel dran. Geht der Löffel da durch, oder willst du vielleicht noch einen zweiten? Noch einen zweiten dran. Ne? So. Merci. Und Stift. So, ich gebe dir den zweiten. Merci. Da riecht der Nugget schon ein bisschen nur. Ja. So. Wollen wir noch schon frisch kreiden und dann dekorieren wir noch mal ein bisschen Petersilie auf den Drop. Das ist eine gute Idee. Und die noch schon heu und. So, ich kriege und ich meine, Plagger ist nicht alles da drin geschieht. Ja, sollen wir den Deckel drauf machen? Ja, jetzt kommen wir den Deckel drauf. Merci. Okay, da sind ich zwar gespannt, Loro. Ja, ich auch. Sollen wir mal rüber in den Tisch gehen? Ja, komm rüber in den Tisch. Merci. Hm. Ja, riecht schon mal super. Ja. Also, Michael ist begeistert. Was mir aus den Lebensmitteln, die ich eigentlich schon ausgesehen hier wäschgeheilt hat, dass mir dummert, aber nur noch so einen Zopf konnte kochen. Ja, das ist faszinierend, was du heimst so am Frigo und an den Spünchen, an den Lebensmitteln findest eigentlich. Die ist noch viele Sachen drin, kannst du kochen. Alle Lebensmittel sind eigentlich sehr wert. Und die soll gewertschätzt gehen und noch verwendet gehen. Tisch. Ja, ich bin noch begeistert dafür. Merci, Laura. Guten Appetit. Guten Appetit. Merci. Auch ihr schläft, Kanner. Guten Appetit. Guten Appetit.